Ja, hallo, der Dirk vom Kanal Liebe für euch. Heute bin ich den Mercedes EQV mit 150 kW, also 205 PS und einem 100 Kilowattstunden Akku gefahren, nutzbare Kapazität ungefähr 91 kW. Ja, der hat schon, das war jetzt ein 8-Sitzer, fast Vollausstattung, also mit Navi, mit Rückfahrkamera, mit Multifunktionslenkrad, mit Leder, also fast volle Hütte das Ding. Preis ungefähr 82.000 Euro. Mir ging es heute mal wieder darum, wie sind die Fahrassistenten und wie ist der langstreckentauglich bei einer Geschwindigkeit so von 120 km/h Reisegeschwindigkeit. Ja, hier schon mal ein Foto von dem Cockpit direkt hinter dem Lenkrad. Hier in der Mitte kann man auch über das Multifunktionslenkrad alles Mögliche einstellen, was angezeigt werden soll, also zum Beispiel Verbräuche, Navigation, Radiosender, Telefon, Gespräche und. Also so ähnlich wie gestern bei dem Peugeot Expert. Ja, hier sehen wir dann das Display. Hier kann man sich auch alles Mögliche anzeigen lassen. Ich bin hier gerade im Verbrauchsmodus. Was schön ist, er unterscheidet hier den Energiebedarf bei wie viel Prozent wird für Fahren benutzt, wie viel für Wärmen, also Vorheizen im Auto, aber auch den Akku oder sonstige Verbraucher. Hier unten dann über Tasten, Einstellung, Klimatisierung, Lüftung, ähnliches, Warnblinkanlage. Hier unten nicht ganz so gut zu sehen, Einstellung der Fahrmodi und ja, und hier noch für den Beifahrer Lautstärkeregelung über eine Scroll-Taste. Ja, also sehr hohe Verarbeitung, wie man das natürlich von Mercedes gewohnt ist. Also ich bin dann überwiegend Landstraße und Autobahn gefahren, habe versucht, konstant 120 mit Abstandstempomat zu fahren, hatte leider in einigen Bereichen viel Verkehr, sodass ich wirklich nur 80 oder 70 fahren konnte. Eine Baustelle war dabei und ein kleiner Stau, was heißt Stau, zähfließende Abschnitt. Aber wenn freie Bahn war, bin ich 120, 121 mit Abstandstempomat gefahren. Hier mal während der Fahrt aufgenommen einen aktuellen Verbrauchswert bei 120. Das ist jetzt nicht der Durchschnittswert, aber der liegt so bei 28, 29 Kilowattstunden pro 100 Kilometer, wenn man 120 fährt. Ja, was schön an dem Wagen ist, du kannst die Rekuperation am Lenkrad über WIP-Tasten während der Fahrt verstellen. Dann gibt es noch ein Auto-Drive-System. Hier oben sieht man das. Da ist dann der Abstandstempomat aktiviert und der Spurhalte-Warner. Ja, was habe ich als nächstes? Hier nochmal, ja, das Display, das war schon gegen Ende der Fahrt. Ich bin also Autobahn gefahren, der Abstandstempomat, den finde ich okay, der ist gut. Man kann also während der Fahrt über einen Drehhebel auch den Abstand dann verändern zum Vordermann. Das wird dann im Geschwindigkeitstachobereich mit so roten Strichen angezeigt. Was ich schade finde bei der Preisklasse von um die 80.000 Euro,
der hat wirklich nur ein Spurwarnsystem. Also über ein optisches Signal und ein bisschen Vibrieren im Lenkrad wird dir dann angedeutet, dass du die Fahrbahn verlässt. Er lenkt aber nicht automatisch zurück, also er hat keinen Spurhalteassistent, also einen aktiven, der dann auch zurücklenkt. Das finde ich echt schade. Bei dem Preis finde ich, ist das ein Muss. So, der Wagen fährt recht ruhig, muss ich sagen, auch bei höheren Geschwindigkeiten. Er wiegt allerdings 2650 Kilogramm, also das ist schon ein ordentliches Gewicht. Das bemerkt man natürlich dann auch beim Beschleunigen, dass er dann richtig Strom frisst. Aber wenn der Wagen einmal rollt im Flachen, dann kann man ungefähr, sage ich jetzt mal, mit einem Verbrauch bei 120 km/h so um die 28 bis 29 Kilowattstunden pro 100 Kilometer rechnen. Das würde heißen, also ich komme mit einem nutzbaren 90 Kilowattstunden Akku gute 300 Kilometer, bis er ganz leer ist. Ja, was auch schön ist, es gibt insgesamt 4 Fahrmodi, das habe ich jetzt hier nicht fotografiert. Einer nennt sich Maximum Range oder Maximum Reichweite. Ich weiß nicht genau, was da alles runtergefahren wird, damit möglichst wenig Stromverbraucher an sind. Aber das ist eine Fahrstufe, wenn man also lange Strecken fährt, sollte man diese wählen, Maximum Reichweite. Dann gibt es einen Eco-Modus, dann gibt es einen normalen oder Komfort-Modus und einen Power-Modus oder Sport-Modus. Ja, das war's fast schon hier. Nochmal eine Momentaufnahme vom Verbrauch bei ungefähr 120. Hier habe ich euch die Daten jetzt nochmal zusammengefasst von dem Wagen, den ich gefahren bin. Also EQV, 150 kW Motor, 100 kW Akku. Kapazität nutzbar ungefähr 61 Kilowattstunden. Ich hatte die Länge L2, das sind 5,8 Meter. Es gibt noch L3 oder Extra Long, dann hat er 5,37 Meter. Es war ein 8-Sitzer. Gewicht hatte ich schon gesagt, 2650 Kilogramm, das ist natürlich ordentlich. Ausstattung, also fast volle Hütte, alles fast drin. Ja, 2 Schiebetüren elektrisch, Heckklappe auch elektrisch, ungefähr 82.000 Euro. Dann hier die Verbräuche, also bei 100 km/h habe ich so ermittelt ungefähr 24,8 Kilowattstunden, also da könnte man mit der Reisegeschwindigkeit, die natürlich ein bisschen meinen Sachen zu langsam ist, weil man dann öfter mal hinter den LKWs hängt oder immer wieder Überholvorgänge machen muss. Vielleicht höchstens in Holland geeignet, wo man nur 100 fahren darf. Da würde man also 350 Kilometer gut weit kommen mit dem Akku. Bei 110 Verbrauch ungefähr im Schnitt von 27 Kilowattstunden pro 100 Kilometer. Und auch da würde man gute 300 Kilometer schaffen, sogar etwas noch mehr. Und meine hauptgefahrene Geschwindigkeit, 120 km/h, meine Geschwindigkeit, die ich gerne als Reisegeschwindigkeit mit Abstandstempomat fahre, weil sehr viel schneller muss man auch nicht fahren, kann man teilweise auch gar nicht. Also mit 120, 125 vielleicht ist es ein entspanntes Fahren auf den meisten Autobahnen. Also ein Verbrauch von 28,7. Das heißt, auch hier komme ich gut an die 300 Kilometer ran bei ebener Strecke.
Ich bin insgesamt 100 Kilometer gefahren. Heute hatte einen Gesamtdurchschnittsverbrauch von 28,3 Kilowattstunden und eine Durchschnittsgeschwindigkeit von circa 80 km/h. Man muss dazu sagen, da war natürlich auch dadurch, dass ich Baustellen hatte, mal etwas zähfließenden Verkehr. Da musste ich mal hier und da jemanden überholen. Da waren natürlich auch ein paar Kickdowns dabei, wo ich mal schnell an jemanden vorbeifahren musste oder einen Drängler vorbei lassen musste, abbremsen musste und dann wieder beschleunigt habe. Also ich denke mal, im überwiegenden Landstraßenverkehr über Land und Stadt, da kommt ihr so mit 25, ja, vielleicht sogar weniger, mit 23, 24 Kilowattstunden pro 100 Kilometer gut hin. Auf, wie gesagt, längerer Strecke überwiegend Landstraße und Autobahn, da müsst ihr schon, wenn ihr nicht gerade Vollgas fahrt, sondern in einem vernünftigen Reisetempo von um die 120, kommt ihr also mit ungefähr 29 Kilowattstunden gut über die Runden. Ja, den EQV gibt es ja auch quasi als eVito in einer abgespeckten Version als Tourer. Dann ist er halt, hat er nicht so eine hohe Ausstattung innen drin. Er hat auch nicht so viele Assistenzsysteme und da muss man dann, wenn man den konfiguriert, halt jedes einzelne Element, was man haben möchte, zum Beispiel Navigation oder Navigation oder Abstandstempomat oder Tempomat dazu konfigurieren. Auch das Display in der Mitte ist kleiner und einfacher dargestellt. Auch die Anzeige im Cockpit sieht anders aus. Aber dann den eVito als Tourer, den bekommt ihr dann aber schon so ab 65, 66.000 Euro, ebenfalls mit einem 100 Kilowattstunden Motor und einem 100 Kilowattstunden Akku. Also eine gute Alternative zu der Vollausstattung EQV. Ja, wie gesagt, einzige Nachteil, den ich gesehen habe, dass bei dieser Vollausstattung kein aktiver Spurhalteassistent dabei ist. Soweit ich weiß, kann man den auch wirklich nicht konfigurieren. Ja, was meint ihr zu dem Wagen? Ist das für euch ein Langstreckenwagen, auch für Familie, für Urlaub? Schreibt es gerne in die Kommentare. Vielen Dank. Ja, das war ich, der Dirk vom Kanal Die Bär für euch. Wiederhören.